Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hapiger Schnellcheck. Heute haben wir auf der racerischen Liste Lastenlinie 3 zum Beispiel stehen. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich weiß zwar nicht, was das soll. Ich muss mal Reset machen, aber ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Lastenlinie Remix und Lemmings, wenn alles gut klappt, ne? So, machen wir mal ein Reset und fangen direkt mal mit Lastenlinie 3 an. Da wird wahrscheinlich jetzt derselbe Scheiß kommen. Insert the Lastenlinie 3 dist to. Was habe ich dann davon? Ist doch schon. Nee, einen Trainer will ich jetzt nicht. Aha! Super High Risk Resolution required, not supported in UAE for ARM. Ja, damit ist schon Lastenlinie 3 aus dem Reigen der funktionierenden Spiele ausgestiegen. Oder Moment, was kam danach? Nee. So, nehmen wir es raus. Also Lastenlinie 3 läuft nicht. Wir probieren uns direkt am Remix. Tja, nu. Ich nehme alle raus. Bis auf die erste. Ich starte es nochmal. Oh Gott, der will von einem Laufwerk laufen. Super. Ich meine, kann er ja machen, ne? Aber wieso er dann gar nicht erst bootet? Aber es gibt Musik. Es gibt Musik. Wahrscheinlich haben die Jungs bemerkt, dass der zweite Teil ein bisschen dürftig war und wollten das Ganze dann hier. Wieder ein bisschen gut machen. Also wir wollen kein gespeichertes Spielszenario storen. Wir fangen wieder frisch an von vorne. Hey, gehst du da wo runter? Spring doch nicht um, hey. Das darf doch nicht wahr sein. Da liegt mein Sword. Ist auch der Hammer, ne? Man muss sich da auf der Höhe von dem Kram befinden. Nicht davor stehen, sondern wirklich auf der Höhe, ne? Unglaublich. Mal gucken, ob ich mein Sword auch ziehen kann. Zack, 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 zack. Oh ja, da habe ich ja drauf gewartet, ne?
Ja, da oben links, also hier links, müsste der Sumpf sein. Einsammeln. Zu dem Guru oder wieder zurück oder wie? Ah. Ja, tut's nicht, solange der eine Waffe hat, ne? Toll, was gibt denn hier für lustige Tipps? Das sind ja alles Waffen nur. Zack. Zack, zack, zack. Ja. Also es ist der erste Teil, ne? Erstmal hier. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Last Ninja Remix der Remix vom zweiten war. Aber anscheinend remixt er hier alles Mögliche. Oder er remixt den ersten Teil, ich weiß es nicht. Überall tausende von Gegnern, ne? Ja, ich würde sagen, das funktioniert auch wunderbar, ne? Wie auch immer. Dann nehmen wir als nächstes Lemmings. Mal sehen, ob dieser Kult-Hit funktioniert. Oh cool. Das Intro von Skid Row, es leckt. Hinweg. Ja, fangen wir direkt mal an. One Player. DMA Design. Die haben ja später GTA gemacht, ne? Die Jungs.
Ja, wie schön. Einen leichten Grafikfehler hatte ich eben so ein bisschen gemeint, jedenfalls entdeckt zu haben. Aber, ja, wir gucken jetzt nochmal. Wir gucken nochmal, wie es hier ist. Ja, funktioniert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das Level immer noch mit, ne? Da unten, seht ihr, wo die Icons zum Auswählen sind. Das hat gerade mal ein bisschen geflackert. Ja. Aber solange sich das wieder einfängt, ne, dürfte das eigentlich nicht so schlimm sein. So, jetzt sprengen wir den Rest. Und so weiter und so fort. Es gibt minimale Grafikfehler, aber das ist, denke ich, zu verschmerzen. So, und zum Schluss, weil ja das erste Spiel nicht richtig lief, nehmen wir auch noch Logical mit. Ja, wenn es denn läuft, ne? Hier scheint sich nichts mehr zu tun. Ich boot mal in die OCS-Umgebung rein. Machen wir wieder Statusline hinein und dann hauen wir da nochmal Logical. Wollt OCS haben, ne?
Ja, ist auf jeden Fall ein Knobelspiel. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, welches. Ich habe so einige im Kopf. Ja, das wird wohl eine Art Kopierschutz sein. Make it. Aha. Make it. Drei Leben, Level 1 willkommen. Und dann hier irgendwie, keine Ahnung. Ah, was ist das? Okay. Das war wahrscheinlich falsch, ne? Wahrscheinlich muss man hier die Farben ordnen oder sowas, ne? Kann das sein? Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher. Aha, okay. Ey, warum fällst du da nicht rein? Ah, Gott, oh Gott. Quatsch. Fuck. Oh, Level 1 geschafft, ne? Ja, habe ich noch nicht gespielt. Jedenfalls ist mir das nicht so bekannt. Aber es scheint okay zu sein. Es ist ein cooles Spiel und es funktioniert. Ab dieser Stelle, ich gucke aber noch mal schnell ins nächste Level rein. Okay, wird natürlich immer besser, ne? Ist klar. Beenden wir auch den diesmaligen Teil und wir gucken uns dann morgen mal, weiß ich nicht, die nächsten Sachen an, die so kommen, ne? Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.